Sozialministerin Birgit Hesse weiß, sie sind da, wenn etwa in der Schule ein Unfall geschieht und ein Kind verletzt wird. Die Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern ist die Versicherung der öffentlichen Hand. Und das seit 25 Jahren. Am Dienstag fand im Amedia Plaza Hotel die Festveranstaltung zum Jubiläum statt. Nach der Wiedervereinigung standen die frisch gebackenen Mitarbeiter vor einer riesigen Herausforderung. Also ich selbst persönlich bin seit 20 Jahren fast bei der Unfallkasse dabei. Ich bin immer noch fasziniert, was die Unfallkasse alles erreicht, wie wir uns mit tatsächlich allen unseren Beschäftigten gut verstehen, wie wir gemeinsam tatsächlich von der Karteikarte, von der Papierakte in relativ kurzer Zeit 3 neue Systeme in der EDV eingeführt haben und jetzt sogar mit der aktenlosen Bearbeitung uns wirklich immer wieder weiterarbeiten. Und das funktioniert mit unserer Belegschaft. Und das macht mir so viel Spaß, diesen Einsatzwillen einfach der Mitarbeiter mit begleiten zu dürfen und ein Teil davon zu sein. Für das große Jubiläum ließ die Unfallkasse einen Imagefilm produzieren. Das Engagement der mehr als 90 Mitarbeiter prägt jede der 3 Abteilungen, die sich um Leistungen, Präventionsmaßnahmen und rechtliche Fragen wie Regressforderungen kümmern. Demnächst könnte aus 3 Standorten einer werden. Ja, wir haben viele Herausforderungen. Das beginnt bei der Arbeit 4.0, wo wir uns darauf einstellen müssen, wo wir Möglichkeiten für die Unfallkasse ableiten möchten, wo wir aber auch unsere Arbeit in der Prävention darauf einstellen müssen. Wir haben weitere Punkte, unsere 3 Verwaltungsstandorte sind wir stark bestrebt, die zu reduzieren. Erstmal im ersten Schritt auf 2 Standorte, zukünftig aber auch auf 1 Standort. Das ist ganz wichtig für die effiziente und effektive Arbeit für die Zukunft der Unfallkasse. Die Menschen verlassen sich darauf, dass im Ernstfall die Unfallkasse mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob das Kind vom Klettergerüst fällt oder ein Forstarbeiter vom Baum. Damit aber dergleichen gar nicht erst passiert, spielt Prävention eine immer größere Rolle. Die Unfallkasse leistet weit mehr als nur die Hilfe im Notfall. Die Unfallkasse ist für uns ein ganz wichtiger Partner. Sie hilft uns natürlich bei der Präventionsarbeit, etwas ganz Wichtiges. Zwar sind die Leute versichert, aber die Unfallverhütung ist natürlich noch das bessere Mittel. Verbesserung der IT-Strukturen, Ausbau der Selbstverwaltung, weitere Präventionsangebote für die Anforderungen moderner Arbeitsplätze. Dies und mehr wird die nächsten Jahre prägen. 2017 dürfen Arbeitgeber und Versicherte bei den Sozialversicherungswahlen mitbestimmen, wo die Reise für die Unfallversicherungsträger wie die Unfallkasse hingeht. Dann wird sich zeigen, ob sie fit ist für die nächsten Jahre.